So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 5. Beim letzten Mal die Unplatzbar-Folge gemacht und heute machen wir zufällige Missionen weiter. Und wir machen einfach die Mission, die uns vorgesetzt wird. Die vier Affen der Aplatzolypse. Absolviere Bloon-Kreise im Aplatzolypse-Modus mit jeweils zu einem Scharfschützenaffen, Eisturm, Klebstoffschützen und Pfeilsturm. Pfeilschussturm. Runden 1 bis 40 starte mit 1000 Dollar. Das machen wir doch easy, oder? Das ist doch überhaupt kein Problem für uns. Bis Runde 40, das heißt, es kommt kein Moab. Das ist schon mal gut. Ich denke, wir sollten das Pfeilschussgewehr nehmen. Wir haben auch 390 Leben. Können wir Affen benutzen? Das finde ich immer ziemlich langweilig bei den Missionen. Du kannst diese dämlichen Dinger benutzen. Das macht das Spiel einfach sowas von unglaublich langweilig, muss ich gestehen. Aber naja, so ist es wohl. So, und selbstverständlich werden wir uns dafür ein passendes Häuschen nehmen. Und wenn ich schon den Pfeilschussturm gesetzt habe, dann werden wir uns natürlich auch den Pfeilschussturm nehmen. Pfeilschussturm, ja, das Spezialding halt. Da. Und zwar hat das als Fähigkeiten weniger Kosten, Angriffsgeschwindigkeit erhöhen, Pfeilschussgewehrschütze können ihre Attacken arretieren und Pfeilschüsse durchdringen eine weitere Schicht. Sehr gut. Zack, und das geht einfach mal, ja, dahin meinetwegen, ist mir egal. Mal, jetzt können wir es nochmal machen. So. Und damit sollte der erstmal nicht mehr so leicht einer durchgehen. Zum Beispiel zu Runde 2, das ist immer ein mega Bug in dem, wenn man die Runden unterbricht. Und dann wieder weitermacht, dass es einfach mal eine Runde überspringt. Das ist total langweilig. Starke Wurfpfeile, ich glaube, wir können ihn einfach erstmal so durchschießen lassen, würde ich sagen. Bis 140 ist gar nichts, da reichen die 390 Leben. Selbst wenn wahrscheinlich jeder Bloon durchlaufen würde, der jetzt nicht vom Pfeilschussgewehr gekillt wird, würde er uns keine 93 Leben abziehen. Ein paar Keramiks werden kommen, ja, Tarnbloon, da kriegen wir dann später diese radioaktiven Schüsse da, was wir alles zerstören können. Ja, auf jeden Fall starke Wurfpfeile kommen als nächstes dran. Aber der macht das schon. Als nächstes würde ich dann den Pfeilschuss, den Scharfschützen setzen. Aber ich bin mal gespannt, wie weit wir das mit dem Pfeilschussgewehr an sich schaffen. Weil es sind noch 33 Runden vor uns, ist ja nichts mehr. Gleich können wir noch ein zweites Upgrade setzen. Ich meine, du siehst nicht mal einen Bloon, weißt du? Du hörst die ganze Zeit nur ploppen. Der Pfeilschussgewehr, das Pfeilschussgewehr ist schon abartig stark. Und können jeweils drei Bloons platzen. Das heißt also, einen Schuss kann vier Schichten platzen lassen. Dadurch unser Spezialgebäude noch jeweils eine Stärke noch extra dazu kommt. Ah, man hat gerade einen Pop gesehen. Da oben sieht man noch ganz, ganz leichten Pop oben links. Und starke Wurfpfeile. Und da erschöpftes Bloon-Terminus können jetzt jeder Bloon-Klasse Schaden, Tarn, Blei, Keramik, alles. Alles kann damit geschädigt werden, ja, wobei Tarn, Blei und Tarn das Wichtigere dabei ist. Aber als erstes kommt erstmal schnellere Rotation. Haben wir, ne, wir haben keine Nagelsperren, das heißt, wir müssen doch erschöpftes Bloon-Tonium nutzen. Bis Runde 24, sonst können wir die Tarn-Bloons nicht killen. Die uns dann ein paar Leben wegziehen. Aber gibt relativ wenig Geld, ne? Wobei, es kommen einfach relativ wenig Bloons. 820 gerade mal kaputt gemacht. Seht ihr, 1,58. Wenn ein paar mehr kommen, dann gibt es auch ein bisschen mehr Geld. Aber irgendwie kommen wirklich nicht viele. So, da haben wir das und wir können jede Blumenklasse vernichten.
20 Runden noch. Oh, gleich können wir die schnellere Rotation skillen. Die Waffe feuert damit viel schneller. Da, da kann man uns überlegen, ob man noch den Feuerplasmastrahl dann. Und selbst gefrorene Bloons zerplatzt werden können. Müsste ich das nicht eigentlich nur als erschöpftes Plutonium schon gehabt haben? Ja, ne? Also haben können, machen, tun, wie auch immer. Auch schon Eisbloons kaputt machen zu können. Glaube er. Das braucht man mehr als dieses Pfeilschussgewehr, was mittlerweile ordentlich Popcorns kriegt. 3.650, 3.700, jetzt geht es ein bisschen schneller mit dem Geld kriegen, 3.800. Ist auch nicht sonderlich spannender als so ein Platzbar-Mission. Das Game hat keinen großen Reiz mehr für mich. Leider. War aber am Anfang ganz interessant gewesen. Da kam was durch, da kam ein Keramik durch, aber jetzt haben wir gerade noch den Plasmastrahl. Der Strahl des Untergangs ist ein dauerhafter, kräftiger Strahl der Vernichtung für die Bloons. Ja, das ist schon ziemlich geil, wenn man den hat. Ich glaube, wir sollten uns nochmal einen Scharfschützen gönnen. Nee, einen Scharfschützen muss man gar nicht so weit hinten schießen. Oh, von hier. So weit hinter, wie er kann. Immer auf den stärksten. Tamlons kannst du auch sehen. Dring. 11.000 Popcorns, er ist schon mal 70. 6 von sind nur noch vor uns. Er kriegt immer nur die blauen Bloons ab. Blau, grün und gelb. Die Keramik sind nichts für ihn. Ah, doch, da war gerade irgendwie 40 Popcorns dazu. Und jetzt die tödliche Präzision. Jetzt kann er definitiv einen Keramik zerstören, wenn er dran ist. Da ist er wieder 100 Popcorns. Na, ah, für den Scharfschützen ist es nicht mehr möglich, ihn einzuholen. Der nimmt einfach den ganzen Kleinkram mit. Der Scharfschütze muss sich immer nur einzeln
mit einzelnen Bloons begnügen. Eine Runde übrigens nur noch. Da sind wir hier bei 18.000 Popcounts und hier sind wir bei fast 2.000 Popcounts. Haben wir so 20.000 Bloons zerstört. Das ist aber nicht in Ordnung. Naja, meinetwegen lauf durch. Seit wann kommt denn auf der Runde ein verdammter Moab, meine Güte? Das kann doch nie wahr sein. Ja, wir können die natürlich auch, wobei nicht wenn die Keramik sind. Ich wollte gerade sagen, wir können die auch die platzen lassen. Dann wäre der gesamte Bloon down. Ja, das war's schon. Ich habe nicht mal alle zerstört, aber gut. $140 kriegen wir. Ja. Das speichern wir mal wieder. Und das muss jetzt erstmal für eine Weile wieder reichen. Gott, das Spiel macht mich so müde. Tja, das war die eine Mission gewesen. Wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.